Takis Würger gewinnt den Journalistenpreis Writing for CEE 2014. Der Reporter des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel erhielt die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung am Mittwochabend in Wien für eine Reportage aus Ilitschewsk, einer Provinzstadt im Süden der Ukraine. Anhand des Kampfs um eine Lenin-Statue veranschaulichte der 29-Jährige die Gespaltenheit des Landes. Ich habe das bei einem kleinen Online-Nachrichtendienst gelesen, dass dort Menschen diese Lenin-Statue bewachen, und habe mir gedacht, es würde sich lohnen, sich mal mit den Menschen persönlich zu sprechen. Etwa 8 Tage war der mehrfach ausgezeichnete Preisträger gemeinsam mit einem Fotografen in der Ukraine unterwegs. Während der ganzen Recherche habe er sich mit seinem Chef abgesprochen, welchen Weg die Geschichte nehmen könnte. Der sehr wichtig für mich ist und auch in diesem Text seinen Anteil trägt, weil wenn man in so einer ostukrainischen oder südostukrainischen Kleinstadt unterwegs ist, dann verliert man leicht den Überblick, weil man kaum Nachrichten lesen kann und nicht so richtig weiß, was in der Welt los ist. Und es ist dann toll, jemanden zu Hause zu haben, der einem ein bisschen Orientierung gibt. Und Fichtner hat einfach immer gesagt, es ist super. Auch der Ehrengast der Preisverleihung, Wladimir Kamina, widmete sich der Ukraine. In einer Rede sprach der deutsch-russische Schriftsteller über die Ukraine-Politik Russlands. Präsident Wladimir Putin habe durch den Krieg das ehemalige Bruderland Ukraine gegen sich aufgebracht. Also Ukraine war schon immer ein gespaltenes Land. Das kenne ich aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Ich war fast jedes Jahr dort. Aber ich glaube, gerade durch diese politische Entwicklung wurde das Land geeint und zu einer Einheit. Quasi Putin hat da groß geholfen. Also ich glaube, ohne ihn hätte Ukraine viel länger gebraucht, um zu einem richtigen Land zu werden. Kamina zeigte sich zuversichtlich, dass sich Russland bald wieder Europa annähern würde. Ich gebe Ihnen mein Wort. Obwohl dieses Land jetzt wie eine verrückte Kuh hin und her springt, werden Sie aus dem Wald zurückkommen, auf den Weg der europäischen Entwicklung, weil es keinen anderen gibt im Wald. Und diese ganze Hysterie und Vergleiche und Gleichsetzung des Präsidenten mit dem Volk, das Russland Putin ist oder umgekehrt, das wird schneller verfliegen, als man glaubt. Der von der Austria Presseagentur und UniCredit Bank Austria jährlich verliehene Journalistenpreis Writing for CEE wurde bereits zum 11. Mal vergeben. Der Preis setzt sich das Ziel, die journalistische Auseinandersetzung mit Fragen der europäischen Integration zu fördern.